Ja, stumme Ursel sagt man bei uns im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen zu einer Gummipuppe. Also eine aufblasbare Gummipuppe für Junggesellen. Die Designer haben sich da auch nicht besonders viel Mühe gegeben, die Puppen so aussehen zu lassen wie eine echte Frau zum Beispiel. Es gibt auch wirklich Kleinkinder zu kaufen, mit denen man dann sowas machen kann irgendwie. Und das finde ich dann schon pervers. Also, naja, und dann haben wir uns auch mit dem im Sexshop darüber unterhalten, wie solche Puppen laufen. Er meinte, dass jeder zweite Junggeselle sich so eine Puppe gekauft hat und unterm Bett liegt. Für alle Fälle.